zurück, ihr Landratten, und herzlich willkommen zu einem weiteren Seemannsgarn. The King of Seas, zusammen mit mir, dem Shining. Wenn euch das Video gefällt, ihr Landratten, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Seemannsgarn. Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu King of Seas. Dem Spiel, was ihr alle so dringend sehen wolltet. Nee, jetzt mal im Ernst, ihr habt mich richtig drangsaliert, dass ihr das Spiel weiter haben wollt. Das ist nicht mal gelogen. Also, ich wurde in den Kommentaren ja wirklich hier konstant, sogar bei anderen Videos hier angeschrieben, wann kommt King of Seas, wann kommt es endlich? Ja, zuallererst, ihr seht, das Spiel ist jetzt auf Deutsch. Ich weiß nicht mehr, ob es auch vorher auf Deutsch war, aber jetzt ist es auf jeden Fall auf Deutsch. Das heißt, ich kann vorlesen, was da steht. Ja, ich kann glücklicherweise auch genau da weitermachen, wo ich in der Demo aufgehört habe. Das heißt, ich muss den ganzen Spielstand nicht nochmal neu machen, was ich auch sehr gut finde. Ja. Und jetzt werden wir dieses Spiel auf jeden Fall durchspielen. Und ich versuche noch ein Piratenlied zu finden. Ich wurde darauf nämlich auch angeschrieben. Hier so, ey, Shining, was ist mit den saftigen Piratenliedern? Man hat sich echt darüber beschwert, dass ich keine Piratenlieder gesungen habe. Und wenn ich ehrlich bin, ich will mich auch darüber beschweren. Aber das Problem ist, ich kenne keine Piratenlieder außer das von One Piece und das ist Copyright geschützt. Also wenn einer von euch ein gutes Piratenlied kennt, egal bei welchem Part, schreibt es ruhig in die Kommentare, zusammen mit den Lyrics. Dann kann ich vielleicht auch mal das Lied singen. Ich habe auf jeden Fall auch ein paar Piratenbegriffe die Zeit über gelernt. So, wir müssen 4 Schiffe der Händlervereinigung versenken. Eins von 3 haben wir von denen. Ihr seht, jetzt ist das halt wirklich alles auf Deutsch. Ich kann endlich lesen, was da steht. Die Schaden durch Fähigkeiten werden erhöht. Jetzt sehe ich wenigstens auch, was das alles ist. Oh, ist das schön, wenn man es lesen kann. Es war safe davor auf Englisch, sonst würde ich mich jetzt nicht so aufregen. Wo war nochmal die Händlervereinigung? Ich glaube, weit im Norden. Ich versuche natürlich wieder solche langweiligen Fahrten rauszuschneiden. Jetzt gerade schneide ich noch nicht raus, weil ich noch ein bisschen torten will. Zuallererst, wie lange will ich die Videos hierzu halten? Also, das ist ein sehr zeitintensives Spiel. Also versuche ich die Videos tatsächlich auf mindestens 20 Minuten zu halten. Mindestens. Maximal 30. Weil innerhalb von 5 Minuten wird nicht viel passieren von diesem Spiel. Wahrscheinlich werden meine Aufnahmesessions pro Video auch mindestens so eine halbe bis dreiviertel Stunde sein. Also beschwert euch nicht, wenn mal ein Part nicht kommt. Ich versuche die so schnell wie möglich rauszuhauen. Ja, und ich glaube, das war eigentlich soweit alles, was ich sagen wollte. Jetzt geht's den Händlern an den Kragen. Vorratsschiff. Ein Vorratsschiff, das mich direkt angreifen will. Ich will doch nur die da. Ich will nur die hier. Erstmal die Segel kaputt. Was wollt ihr von mir? Ich brauch mal das Flammenwerkzeug. Jawohl. Aua. Für solche Seeschlachten zoome ich natürlich auch mal ran. So, jetzt wird's an der Zeit, dich zu versenken. Komm. Nein, hier wird nicht im Rückzug gemacht. Ich versenke ich. Oder der Kraken erledigt das. Ich frage mich, ob man auch den ganzen Kraken sehen kann. Irgendwie muss das ja möglich sein. Ah, das hat wehgetan. Ich verwechsel die Taste. Tot. Ja, ein Schiff brauche ich noch. Aber man behält ja alles, was man erobert hat.
Okay, was brauchen wir denn? Ein Reparaturkit wäre nicht schlecht, wenn wir eins hätten. Ja, können wir uns auch leisten. Davon hätte ich gern 5. Einfach damit ich mich reparieren kann. So, Tischler. Noch können wir uns kein besseres Schiff leisten. Reparieren geht ja immer gratis. Ah. Du hast hier ein paar Sachen für mich, oder? Nee. Ich hätte gern mehr Piraten, aber sie sind keine in der Kneipe. Oder? Ah, da kann ich mir hier aussuchen, was für eine Art von Piraten ich kriege, oder wie? Nee, das sind Missionen. Skelettachterdeck, ein Segel. Ich glaube, das Segel ist hier am besten. Um mich mit meiner Liebsten zu verschönern, werde ich ihr das beste Abendessen kochen, das jemand hatte. Ich bin mir sicher, diesmal vergibt sie mir alles. Aber ich habe vergessen einzukaufen. Kannst du mir bitte ein paar Hühnerkeulen besorgen? Ich glaube, die habe ich sogar. Die müsste ich doch haben. Also ich kann die Questen offenbar alle annehmen. Gouverneur Victor, wärst du so freundlich, dieses Dokument zu Gouverneur Ben zu bringen? Wir haben einige Geschäfte anstehen und dies ist ein unterzeichneter Vertrag, der eine Handelsbeziehung zwischen unseren Häfen herstellt. Dieser Narr wird nie verstehen, dass die Bedingungen in jeder Hinsicht zu unseren Gunsten sind. Okay. Und noch hier der Tischler nochmal. Kannst du mich zum benachbarten Dorf bringen? Sie schmeißen eine Party, die ich nicht versäumen darf. Klar, warum nicht? So, jetzt habe ich die Questen alle angenommen. Sonst ist hier nichts. So, weiter geht's. Wo soll ich dich hinbringen? Das war die falsche Taste. Ich habe einen Screenshot gemacht. Perfekt. Okay. Nebenquesten. Machen wir doch erstmal die hier. Wo soll ich denn hin? Einfach nach Norden oder wie? Warte mal, das steht doch bestimmt auf der Karte. Welche Taste war nochmal Karte? Ich bin halt komplett raus aus dem Spiel. Ah, das hier. Ja, nach da oben müssen wir. Bitte hör mit den Flammen auf. Okay, jetzt kommt er. Und hier vorne müsste irgendwo Party sein. Oh, ein Leuchtturm. Habe ich Geld? Ich habe 800. Vielleicht kann ich ja trotzdem was kaufen. Die haben immer nützliche Karten. Ich wollte eigentlich an Land gehen, hatte sogar A gedrückt. ...1500. Das kann ich mir nicht leisten. So. Jetzt bist du da, wo du hin sollst. Hallo, ich bin doch da. Es wird haufenweise schöne Mädchen geben. Ich bin mir sicher, dass ich die Liebe meines Lebens finde. Ich lasse mir zur Feier des Anlasses ein Tattoo stechen. Mach das mal. Ich würde aber auch gerne in die Stadt. Dafür kriege ich einfach mal 1000. Und ich habe ein neues Achterdeck bekommen. Ist das was wert beim Tischler? Also... Ja, einmal reparieren. Ich habe mein Schiff halb zu Schrott gefahren.
Das ist tatsächlich richtig gut. Nein, ich will's ausrüsten. Das will ich verkaufen. Nee, nicht Bank. Einmal zur Kneipe. Hier gibt's auch Missionen, die ich mir annehmen kann. Vom Prinzip her lohnt es sich, aber ich will jetzt nicht alles hier mit der Nebenquest hier verbrauchen. Von der Zeit. Ich würde halt gerne mehr mich auf die Hauptstory konzentrieren. Handwerker nehme ich immer gerne. Ja komm, den Text schenken wir uns. So. Beim Markt gucken, ob noch irgendwas gewinnbringend verkaufbar ist. Ja, die Rubine sind gut zu verkaufen. Und von denen habe ich ja viele. Oh, hab ich Geld gemacht. So, die Eier scheinen hier gut zu kaufen zu sein. Die sind billig. Kaufe ich direkt mal ein paar. Ein paar, gleich 25. Ich achte auf die Preise, Leute. Holz ist ja auch gerade billig. Kaufe ich mal ein bisschen Medizin. Bis er mir sagt, dass es Minus macht. Also 5. So. Dann nehmen wir mal den Anker und kümmern uns jetzt wieder um unsere Hauptquest. Minus, Logbuch, Hauptquest, Beute. Weiter geht's. Im Herzen, wenn ihr irgendwelche guten Piratenlieder kennt, schreibt sie mir bitte. Ich kenne keins. Du bist doch von der Handelsvereinigung. Dich soll ich jagen. Ich kann halt nicht schneller, ist das Problem. Und er ist generell schneller als ich. Ich muss die Segel kaputt machen. Oder ich nehme einfach das da unten. In die Richtung zielen. Feuer! Wir liefern uns jetzt eine Schlacht. Okay, Segel ist hinüber. Los an die Kanonenmänner! Macht die Landratten fertig! Auf das Davy Jones sie holen möge! Scheiße daneben! Er hat wohl zu viel von dem Donnergebräu gesoffen. Das Gute ist, er trifft auch nicht. Ja! Versenkt! Die Piraterie ist nun ein offenes Buch für dich. Da du dich als echter Piratenkapitän bewiesen hast, können wir dir unser offizielles Piratendiplom geben. Das bekommt nicht jeder, weißt du? Dafür gibt's ein Diplom? Das wusste ich nicht. Kapitän, ein Pelikan brachte gerade einen Brief für dich. Er ist von unserem Kapitän. Schaut so aus, als würde die königliche Marine nach jemanden suchen. Nein, Loki, nicht nach dir. Das erklärt, warum so viele Schiffe unterwegs sind. Wahrscheinlich suchen sie nach der Schwester. Wer kann es sein? Der Mörder meines Vaters? Wir finden es heraus. Es ist eine Zeit zu handeln. Aber zuerst müssen wir mehr Informationen darüber sammeln, was genau im Königreich los ist. Sonst scheitern wir. Deine Aufgabe ist es, heimlich in die King's Fortress einzudringen und mit Admiral Byrene zu reden. Er ist der Einzige in der Hauptstadt, der dir helfen kann. Und er weiß sicher, was dem König zustieß. Schön gesagt, Kapitän. Eine von Mertles Wetterstation ist nicht weit von hier. Er hat das gesamte Königreich bereist. Er ist sicherlich einer der sachkundigsten Männer der sieben Meere. Battle? Der königliche Kartograf? Ja, genau der. Seine Wetterstationen sind über die sieben Meere verstreut.
Er verkauft die Karten, die er mit den anderen Mitgliedern der königlichen Wissenschaftler erstellt, indem er die Erkenntnisse seiner Entdeckungsfahrten nutzt. Du solltest gehen und ihm ein paar Fragen darüber stellen, was im Königreich passiert. Er könnte dir nützliche Informationen geben. Du könntest auch eine seiner Karten kaufen. Sie sind unverzichtbar für jeden, der auf das Meer hinausfährt. Ja, die Karten, die sind schon wichtig. Das habe ich auf jeden Fall mal gemerkt. Und ich habe ein Level-Up, glaube ich, gemacht. Habe ich jetzt endlich ein Talent? Nee, immer noch nicht. Okay, ich habe noch einen Vertrag, den ich ausliefern muss. Unsere Hauptquest ist jetzt der Kartograf. Wo ist das? Okay, das ist ziemlich weit weg. Wenn ich mal sterbe, kann ich die Quest ja abgeben. Verdächtiger Pirat ist ein bisschen gefährlich, weil das genau bei der Hauptstadt ist. Aber ich könnte das und den betrunkenen Handwerker halt zusammen erledigen. Deswegen würde ich das halt schon machen. Na dann, auf nach Norden, Männer! In der Hoffnung, dass wir nicht abgeknallt werden. Oh, da ist ein Schiffswrack, das kann ich plündern. Ich habe ja gelernt, dass das geht. So, ganz langsam. Ich muss ganz langsam dahin fahren, sonst kann ich mich daran stoßen. Wrack plündern, Leute! Ins Wasser mit euch! So, das müsste jetzt saftig Materialien geben. Ja, ich habe auf jeden Fall Sachen gesammelt. 190 Gold, Mörderkugeln. Warte, wo ist der Kugelbereich? Hier, wir haben zurzeit Händlerkugeln und die Mörderkugeln, die sind halt deutlich stärker. So, was haben wir sonst noch, was wir ausbessern können? Wir haben die Cobra-Kuh zurzeit. Die müssen wir auf jeden Fall mal austauschen. Ja. Ansonsten haben wir nichts, was wir ausbessern können. Ich will auch an diese Kiste an Land. Ah, hab sie. Sonnige Segel, Flutkanonen. Ich habe schon wieder Sachen gesammelt, Leute. Das ist besser als mein vorheriges Segel. Okay, wir haben auch neue Kanonen. Flutkanonen. Die sind Stufe 9. Momentan haben wir die Morastkanonen. Ich finde die cooler. Wir nehmen die Flutkanonen. So, jetzt wird's gefährlich. Es kann sein, dass die mich angreifen. Nee, die lassen mich tatsächlich in Ruhe. So, nach Ozeanzong soll ich gehen. Was habe ich gerade versucht von mir zu geben? Okrion? So, Mission erfüllt. Der Handelsvertrag ist endlich angekommen. Ein weiterer Hafen wird unser Verbündeter. Danke, Kapitän. Ich werde den Anwalt meines Vertrauens einen Blick drauf werfen lassen. Letztes Mal haben sie versucht, mich zu hintergehen. Ja, das haben sie auch diesmal vor. So, ich würde auch gerne nochmal an Land gehen. Und wieder 1000 Gold. Und ich glaube, das Rechte sind XP. Och, wir haben die Fracht voll. Wir müssen an Land gehen. Wir müssen ein bisschen frachtlos werden. Oh nein, wir müssen weg. Wir müssen weg. Wir müssen weg. Das ist ein Marineschiff. Wir werden verrecken. Wir werden sterben. Außer sie haben zu viel vom Donnergebräu gesoffen. Oh Gott. Wie haben wir das überlebt? Einmal drehen. Oh Gott, ich hab schon mit unserem Tod gerechnet. Ich wollte hier eigentlich nur an Land.
Was haben wir denn? Wir haben das Skelett-Achterdeck, das Jäger-Achterdeck. Das ist nicht... Ich glaube, das ist ein kleines bisschen besser, deswegen nehmen wir das mal. Obwohl, das hier kommt gut durchs Wasser. So. Wir haben bisher nur die normale Figur. Bei den Kanonen brauchen wir nur eine. Ich wollte die Flutkanonen weiter ausgerüstet haben. Und die restlichen Kanonen mal verkaufen. Sofern die jetzt keine besseren Kanonen haben. So. Oh, die haben ein noch besseres Achterdeck. Es hat nur ein bisschen weniger Verteidigung. Ich würde gerne das Händler-Achterdeck nehmen, weil das mehr Verteidigung hat. Und die sind mir ehrlich gesagt gerade wichtiger als der Angriff. Weil ich halt echt wenig aus. Mein Controller hat sich kurz verabschiedet. Sorry. So, das Morass-Segel können wir jetzt verkaufen. Boah, guckt euch das Nomadensegel an. Das kostet zwar 5000, aber guckt euch die Verteidigungswerte an. Halleluja, du bist mein. Das ist ein riesiges Upgrade. Okay, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier mal reinzuschauen. Okay, der Cobra-Rumpf. Nee, hier der Wellenbummler-Rumpf, der ist ein bisschen besser, weil der hat hier 60 von dem anderen noch. Also ich muss nochmal gucken, wofür das Blaue da steht. Okay, dann noch die Poseidon-Crew. Cobra-Crew kann weg. Weil die ist schrecklich. Ich sollte die Stern-Crew vielleicht kaufen. Es ist wieder ein Verteidigungs-Downgrade, aber... ein Angriffs-Downgrade, aber massive Verteidigung. Ich kann es mir aber nicht leisten, habe ich gerade gesehen. Plündern! Ja, eine neue Fähigkeit. Ausrüsten. Und eine bessere Version von meiner Flammenattacke. Okay. Ich glaube, ansonsten kann ich mir jetzt aber wirklich nichts mehr kaufen. Außer ich verkaufe was. Ey, komm. Ich verkaufe jetzt einfach mal 50 Tonnen. Einfach damit ich ein bisschen Geld habe. Und auch von den Eiern gebe ich mal 10 Tonnen her. So, dann kann ich mir nämlich noch diesen Frostangriff kaufen. Das rentiert sich alles noch, Leute. So. Von den Kugeln, die können weg. So, dann habe ich jetzt, glaube ich, mein Schiff so gut es geht ausgebessert. Ja, ich sehe gerade, dass die Folge schon ein bisschen lang ist. Ich würde sagen, hier machen wir für heute Schluss. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da, ihr Landratten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!